nimmst schon auf. Oh. Sag doch was. Ja, dann müssen wir loslegen, glaube ich. Ja, okay. Was haben wir denn hier? Zwei Mengen, würde ich sagen. Was können wir über die aussagen? Naja, sie sind nicht gleich. Wieso nicht? Na, allein schon, weil die vier Elemente hat und die nur drei. Ja, genau. Keine der beiden Mengen ist Teilmenge von der anderen. Ne? Nee. B ist nicht Teilmenge von A, weil beispielsweise die 2 ist in B, aber nicht in A. Ja. Umgedreht auch nicht. Ne? Nee. Wie können wir denn die beiden Mengen mal darstellen in ihrem Verhältnis zueinander? Man könnte das mal mit Kreisen darstellen. Mach mal. Ah ja, wieso hast du die denn so dargestellt, wie du sie hier dargestellt hast? Naja, weil die 8, die ist ja in beiden Mengen drin, dann muss ich die ja nur einmal schreiben. Genau. Und es gibt Elemente, die sind nur in A drin und es gibt Elemente, die sind nur in B drin. Ne? Und die 8 ist in beiden. Ah ja. Genau. Okay. Okay. Ja, genau. Was können wir jetzt mit den Mengen machen? Wir können beispielsweise mal zeigen, wie die Menge aussehen würde, die Vereinigung der beiden Mengen ist. Ne? Genau. Wir vereinigen mal A und B. Was wäre die Vereinigung von A und B? Das da. Genau. Alles, ne? Ja. Okay. Können wir auch mal hinschreiben. A vereinigt B. Wie würde das aussehen? A vereinigt B. Welche Elemente sind da drin? Die 1, die 2, die 4, die 8, die 9 und die 10. Genau. Nebenbei bemerkt, ich merke mir das immer so, dieses Zeichen heißt ja vereinigt. Man kann sich das so merken, dass man sagt, das ist ein Topf, wo man einfach alles reinschmeißt. Ja, genau. Also das hier, das orange markiert, das ist die Vereinigungsmenge. Jetzt machen wir es mal formal. Ne? Wie sieht die Vereinigung formal aus oder wie ist die definiert? Nehmen wir mal zwei Mengen M und N. Die Vereinigung von zwei Mengen sind all diejenigen x, für die folgende, es gilt mit folgender Eigenschaft, x ist Element in m oder x Element n. So. X Element m oder x Element n. Und ihr erinnert euch, das oder, das war das? Milch oder Zucker, oder? Ja, genau. Das bedeutet, das sind all die x, die entweder in M sind, also entweder nur in M oder nur in N oder in beiden Mengen. Ja? Okay, also funktioniert das so? Wunderbar. Was könnte man denn jetzt noch mit den Mengen machen? Ja, lass uns mal überlegen. Wir schneiden sie. Wir schneiden zwei Mengen M und N. Das sieht dann so symbolisch aus. M und N schneiden wir. Ja? Mal haben wir wieder hier diese Kringeldiagramme, die man übrigens auch Venn-Diagramme nennt. Schreibt das Wort mal hin. Venn-Diagramme. Ja? Der Schnitt ist gerade diese Menge hier. So. Ja, wie das formal definiert ist, das sollt ihr euch selbst überlegen. Okay, was kann man noch machen? Man könnte mal A ohne B darstellen. Oder M ohne N. M ohne N, genau. Schreibt man so, das hier bedeutet ohne. Man nennt es auch die Differenz. Man subtrahiert eine Menge von der anderen. Genau. Und die Differenzmenge M ohne N ist genau diese hier. Das hier ist ja mein M. Dann habe ich genau alle Elemente von M, die nicht in N sind. Ja, auch hier wieder formale Definition, it's up to you. Okay, und einen dritten Fall machen wir, oder eine dritte Definition machen wir auch noch, nämlich die sogenannte Komplementärmenge. Wird bezeichnet als m hoch klein c. Und das sieht bildhaft so aus, da mache ich jetzt mal eine eckige Menge ausnahmsweise. Ne? Und hier innen drin liegt eine Menge, das ist m. Und die Komplementärmenge von m ist diese Menge hier. Okay. Ja, Jana, jetzt haben die Teilnehmer eine Aufgabe, würde ich sagen, ne? Ja, versucht mal die drei hier formal darzustellen. Ja, und diskutiert's miteinander. Viel Spaß.